Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen auf unserer Anfahrt zum Villages Nature. Dieses liegt direkt neben Disneys Davy Crockett Ranch, was wir im Verlauf der Woche dazu genutzt haben, auch mal auf der Davy Crockett Ranch essen zu gehen. Den Film habe ich euch bereits ins Netz gestellt, falls es euch interessiert. Hier seht ihr jetzt also die letzten paar Kilometer zum Villages Nature und ja, lasst euch überraschen. Hier kommen wir nun langsam zu unserem Ziel. Hinter der Einfahrt des Villages Nature ist dann die Anmeldung. Man kann im Auto sitzen bleiben und ein Mitarbeiter kommt auf einen zu und übergibt einem die Unterlagen, die man benötigt. Wie zum Beispiel ein Armband, mit dem man eigentlich das Haus aufschließen soll, die Schließfächer im Aqua Lagoon bedienen soll. Ja, und man kann sogar Geld draufladen. Wenige hundert Meter nach der Einfahrt kommen wir dann auch schon zu unserem Parkplatz in der Nähe unseres Hauses. Eigentlich hatten wir ja ein Apartment gebucht, aber Village Nature hat selbsttätig einfach umgebucht, ohne uns zu informieren. Wir haben es kurz vor Anreise durch Zufall in unserem Account erfahren. Naja, es gab immerhin ein Upgrade, so will ich nicht meckern. Wir haben statt ein 2-Personen-Apartment ein 4-Personen-Haus bekommen, das ihr gleich sehen werdet. Und über diesen wassergebundenen Weg geht es nun direkt zu unserem Haus. Der Weg ist ganz schön, nicht so schön. Man trägt den ganzen Dreck ins Haus hinein. Aber na gut, die Planer werden sich irgendwas dabei gedacht haben, denke ich mal. Und da ist es also auch schon, unser Haus. Leider konnten wir noch nicht direkt hineingehen, weil
Wir sind zum zweiten Mal im Villages Nature und zum zweiten Mal funktioniert das Armband nicht, dass uns die Tür öffnen sollte. Und ja, so mussten wir erst zur Rezeption latschen, um uns dort den richtigen Schlüssel zu holen, also ein ganz gewöhnlicher Schlüssel halt. Und hier sind wir also jetzt im Haus. Das ist das zweite Schlafzimmer. Relativ geräumig, muss ich sagen. Und jo, wir haben es nicht gebraucht. Wir haben uns die Decken genommen, um uns abends auf das Sofa, welches man ausziehen konnte, zu kuscheln, wenn man Lust hatte, Fernsehen zu schauen. Jo, und hier sind wir also im Bad. Im zweiten Bad, muss ich sagen. Mit dieser Dusche im zweiten Bad hat es was ganz Besonderes auf sich, welches ihr ganz zum Schluss im Film sehen werdet. Jo, und hier sind wir also im Wohn-Koch-Ess-Bereich. Der Kochbereich ist recht modern, klar, wurde ja auch gerade erst vor einem guten Jahr oder knapp 2 Jahren eingebaut. Wie immer bei Center Parks fehlt natürlich die Hälfte, also es gab 1, 2 fehlende Teller oder Gläser und ein Messbecher war total im Eimer. So, jetzt sind wir hier gerade durch den Wohnbereich gegangen, den wir gleich nochmal etwas besser sehen. Das ist das Hauptschlafzimmer hier mit einem Fernseher an der Wand. Und ja, vom Schlafzimmer geht es dann direkt ins Badezimmer mit einer ganz wunderbaren Regendusche. Leider ist im Boden keine Vertiefung eingelassen, sodass das Bad immer total unter Wasser stand, wenn man geduscht hatte. Und dieser Whirlpool-Badewanne, die man hier jetzt ein wenig sehen kann, ja, ganz wunderbar. Sie leuchtet sogar blau, wenn man es blubbern lässt. Hier ist das extra WC, was ich ganz gut finde, wenn das nicht unbedingt im Badezimmer untergebracht ist. Hier haben wir also die Essecke. Und hier den Wohnbereich mit Sofa, Fernseher, Stauschrank, sag ich jetzt mal, einem Sessel und einem Kamin, den wir natürlich nicht gebraucht haben. Vom Wohnzimmer ging es dann auf die Terrasse, die ganz nett ausgestattet war. Und jo, wir waren ganz zufrieden. Wir hatten einige schöne Tage, wo es noch schön warm draußen war, tagsüber jedenfalls. Gegen Abend wurde es dann doch etwas kühler. Ja, und wir hatten einen ganz wunderbaren Ausblick auf den kleinen See und auf die Zaungäste, die ab und zu auf unsere Terrasse kamen, wie das Entchen, was ihr nachher noch sehen werdet. Man hatte einen Blick auf den Fischreiher oder die Schwäne. Naja, also im Großen und Ganzen war das Haus sehr gut. Nur halt, wie von Center Parks bekannt, schon ziemlich abgewohnt. Angestoßene Ecken und Kanten fand man ja eigentlich in jedem Raum. Zum Schluss noch zu einem Schildbürgerstreich, nämlich diese Dusche. Wenn man den Wäscheleif halt ausgezogen hat, kommt man weder rein noch raus aus der Dusche. Es sei denn, man ist magersüchtig. Eine ganz merkwürdige Konstruktion.